Wir wollen uns in diesem Video mit der Wasserstoffgewinnung beschäftigen, das heißt der chemischen Energiespeicherung, in dem aus Wasser Wasserstoff gewonnen wird als Gas, das dann gespeichert und weiterverarbeitet werden kann. Das heißt also, wie funktioniert die Wasserstoffgewinnung zur Speicherung? Man unterscheidet zwei zentrale Verfahren. Einmal die alkalische Elektrolyse, um aus Wasser den Wasserstoff zu gewinnen. Und dann als zweites Verfahren die Membranelektrolyse, abgekürzt in PEM-Elektrolyse von Proton Exchange Membrane. Anfangen wollen wir mit der alkalischen Elektrolyse. Elektrolyse. Wie ist der prinzipielle Aufbau? Wir haben also die Elektrolyseanlage. Dort führen wir Wasser zu über einen Zulauf. Wir haben in der Mitte eine Membran, die durchlässig ist. Wir führen jetzt von unten auf beide Seiten Wasser zu, H2O. Wir haben auf der rechten Seite unsere Anode, das heißt, hier ist die Anode, unser Pluspol, und auf der linken Seite haben wir unsere Kathode für den Transport der Ladungsträger. Kathode. So, wie sieht nun die chemische Reaktion aus? Das Wasser wird zugeführt in unsere Elektrolyseanlage und wird aufgespalten in Wasserstoffgas und in OH-Ionen. Das heißt also, der erste Schritt bei der Reaktion auf der Kathodenseite. Das heißt, an der Kathode haben wir folgende Reaktion, dass das Wasser mit zwei Elektronen reagiert und zu Wasserstoffgas aufgespalten wird und es entstehen OH-Ionen, jeweils zwei Stück, damit das von der Stöchiometrie passt. Das heißt also, unsere Moleküle, das Sauerstoffatom mit den beiden Protonen, wird aufgespalten. Das heißt, es entsteht dabei einmal Wasserstoffgas, das wird dann abgeführt. Und wir erhalten OH-Ionen. OH-, die können durch die Membran auf die Anodenseite diffundieren. Was passiert nun auf der Anodenseite als chemische Reaktion? Wir müssen es auch noch als Produkt erzeugen wir auch noch Sauerstoff. Wir haben die OH-Ionen, die jetzt durch diese Membran diffundieren und erhalten dann einmal Sauerstoff in gasförmiger Form. Es entsteht dabei weiteres Wasser, OH-, und wir haben zwei Elektronen, die hier abgeführt werden. Das heißt, hier haben wir zwei Elektronen und hier auf der Kathodenseite müssen wir natürlich zwei Elektronen zuführen. Das ist die Reaktion. Das heißt also hier auf der Seite, was passiert jetzt hier? Wir haben die OH-Ionen, die nun hier durchdiffundieren. Die reagieren nun mit dem Wasser. Und was entsteht, sind Sauerstoffmoleküle, O2, die dann ebenfalls abgeführt werden. Und bei der Reaktion werden dann zwei Elektronen frei. Das heißt, das ist unsere Oxidationsreaktion und das ist die Reduktionsreaktion, unsere Redoxreaktion. Das heißt also, über dieses Verfahren können wir durch Zuführung von Wasser und elektrische Energie können wir Wasserstoff und Sauerstoff erzeugen. Der Sauerstoff ist im Prinzip das Abfallprodukt. Entscheidend für uns ist die Wasserstoffgasgewinnung. Das Wasserstoffgas können wir nun auffangen, speichern. Was ist so der typische Wirkungsgrad von der alkalischen Elektrolyse? Das hängt natürlich von der Größenordnung
der Elektrolyseanlage ab. Das sind so 62 bis, naja, moderne Anlagen, 82%. Die Wasserstoffproduktionsrate kann bis zu 760 Kubikmeter pro Stunde erreichen, also die H2-Produktionsrate. Wie viel Gas können wir erzeugen? Das sind so bis zu 750 Kubikmeter pro Stunde bei entsprechend großen Anlagen. Wie groß ist der Energiebedarf? Auch das ist natürlich eine wichtige Kenngröße bei der Planung und Auslegung einer solchen Elektrolyseanlage. Das sind so 4,5 bis ungefähr 7 Kilowattstunden pro Normkubikmeter Wasserstoffgas. Die Investitionskosten sind relativ hoch. Auch das will ich noch einmal aufführen. Investitionskosten das beträgt natürlich wieder abhängig jetzt von der Größe und Leistung dieser Anlage zwischen 800 und 1500 Euro pro kW Leistung. Bei einer elektrischen Leistung, die eine solche Anlage aufweist, im Bereich von, also Kleinstanlagen gibt es im Bereich von 5 kW bis zu, und dann sind wir auch schon im Megawattbereich, 3,4, 3,5 Megawatt sind die größten alkalischen Elektrolyseanlagen, die im Betrieb sind. Das ist ein etabliertes Verfahren, diese alkalische Elektrolyse. Interessant wird es natürlich, in zukünftigen Energiesystemen überschüssige elektrische Energie zu nutzen aus Windenergieanlagen oder Photovoltaikanlagen. Das heißt, wir müssen ja Elektronen zuführen, um diesen Prozess anzutreiben. Das heißt, man nutzt den überschüssigen Strom aus Photovoltaik und Wind, um damit Wasserstoff zu gewinnen. Und dieses Wasserstoffgas lässt sich dann speichern oder in einem weiteren Schritt verarbeiten zu Methan oder anderen Kohlenwasserstoffen. Darüber hinaus ist Wasserstoff ein wichtiges Prozessgas in der Industrie. Das heißt, also auch da wird der Bedarf in den nächsten Jahren und Jahrzehnten stark ansteigen, sodass die Elektrolyse, das Elektrolysekonzept auch weiter an Bedeutung gewinnen wird. Ein alternatives Verfahren zur Erzeugung und Gewinnung von Wasserstoff neben der alkalischen Elektrolyse ist die PEM-Elektrolyse, die wir uns nun noch ansehen wollen, also die PEM-Elektrolyse. Dabei steht das PEM für Proton Exchange Membrane, also einer Membran, die protonendurchlässig ist. Wie sieht nun das Prinzip aus? Wir haben also erneut unsere Elektrolyseanlage, führen auf der rechten Seite führen wir das Wasser zu. Hier haben wir das Frischwasser, was wir zuführen. In der Mitte haben wir diese Membran. Und was wir nun haben, ist, dass wir hier auf der rechten Seite wieder unsere Anode haben. Das heißt, hier auf die rechte Seite ist unsere Anodenseite. Das ist hier die Anode. Und links ist die Kathode, die nun diese beiden Bereiche trennt. Wie sieht nun die chemische Reaktion aus? Auf der Anodenseite haben wir folgende Reaktion. Wir haben also diese Wassermoleküle, also den Sauerstoff mit den beiden Protonen. Das Wasser wird aufgespalten. Das heißt, das Wasser, das wird aufgespalten in die einzelnen Atome. Das heißt, also hieraus entsteht einmal der Sauerstoff, der sich dann verbindet mit einem weiteren Sauerstoffatom zu einem Sauerstoffmolekül. Das heißt, wir bekommen dann hier das Sauerstoff O2. Dieser Sauerstoff als Gas wird dann wieder abgeführt als Ergebnis. Was wir dann noch bekommen, sind dann Protonen, also H+ Ionen, die ebenfalls entstehen. H+, die können nun diese Membran passieren, das heißt also auf die Kathodenseite wandern. Und was auch noch entsteht,
sind zwei Elektronen, die ebenfalls abgeführt werden und dann auf der linken Seite wieder zugeführt werden. Das heißt, also wir haben jetzt diese beiden Elektronen, die beiden Protonen, die durch die Membran, die PM, wandern und dann kombinieren zusammen mit den beiden Elektronen zu Wasserstoffgas. Und dieses Wasserstoffgas wird dann entsprechend wieder abgeführt als Prozessgas, was wir bekommen wollen. Das heißt, die Kathode, dort haben wir also folgende Reduktionsgleichung. Wir haben die beiden Protonen plus die beiden Elektronen. Das führt dann also zu Wasserstoffgas. Das heißt, das ist die Oxidation. Und hier haben wir die Reduktionsreaktion auf Seiten der Kathode. Das heißt, insgesamt erhalten wir aus dem Wasser den Sauerstoff und den Wasserstoff als Prozessgas. Das können wir dann wieder speichern und weiter verarbeiten. Das Konzept der PM-Elektrolyse ist angelehnt an die Nutzung in einer Brennstoffzelle. Die Brennstoffzelle funktioniert ja genau umgekehrt, dass dort Wasserstoff und Sauerstoff zugeführt werden als Prozessgase. Es entsteht Wasser und es wird elektrische Energie freigesetzt, die man nutzen kann. Die PM-Elektrolyse kehrt diesen Prozess um und nutzt Wasser als Ausgangsträgermaterial, um daraus dann Sauerstoff und unser Zielgas Wasserstoff zu erzeugen.